Hallo, ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. Ihr habt dieses Video wahrscheinlich gefunden, weil euer Wäschetrockner von Constructa den Fehler E24 anzeigt. Hinter dem Fehler E24 verbirgt sich ein Problem mit einer Elektronik. In dem Gerät sind meistens mehrere Elektroniken verbaut. Hier handelt es sich bei diesem Fehler um die Inverterelektronik für den Kompressor. Der Kompressor ist Teil im Prinzip der Wärmepumpe, also in diesem Kompressor. Das ist ähnlich wie bei einem Kühlschrank, wird im Prinzip das Kältemittel verdichtet und dieser Kompressor hat mittlerweile einen Invertermotor und benötigt eine spezielle Elektronik, die die Drehzahlen des Kompressors regeln kann, also dieses Motors regeln kann. Und diese Elektronik hat dann ein Problem. Meistens muss sie dann direkt ausgetauscht werden. Man kann zuerst mal schauen, ob vielleicht an der Verkabelung irgendwas nicht in Ordnung ist, ein loser Steckkontakt oder ähnliches. Einfach die Stecker mal abziehen und wieder aufstecken. Aber wie gesagt, meistens ist direkt diese Inverterelektronik defekt und muss dann ausgetauscht werden. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk.